Spieler zu machen und dann nehmen Sie bitte Platz im Spiel. Sie bitten jetzt im Gespräch mit Frau Vorsitzender Richterin am Arbeitsgericht Dr. Voss über die heutige Verhandlung. Worum ging es da genau? Das Arbeitsgericht Berlin hatte heute zu entscheiden über eine Kündigungsschutzklage eines Auszubildenden bei Springer. Der Kläger hat seine Ausbildung als Mediengestalter dort begonnen im Herbst letzten Jahres und wurde in der Probezeit gekündigt. Aufgrund seiner Reaktion der Berichterstattung von Springer auf den Angriff der Hamas gegen Israel. Springer hatte ein Statement nach dem Angriff der Hamas veröffentlicht, dass sie sich auf der Seite von Israel sehen. Es ist ja auch bekannt, dass das Springer Haus aufgrund seiner Unternehmensgeschichte mit Israel eng verbunden ist. Der Kündigungsvorwurf von Springer sind zwei Reaktionen des Klägers auf die Berichterstattung von Springer zu dem Angriff der Hamas auf Israel. Zwei Dinge werden dem Kläger dabei vorgeworfen. Einmal, dass er sein Profilbild bei Teams geändert habe und da das Statement veröffentlicht habe, dass er nicht auf der Seite Israels stehe. Und zum anderen soll er ein YouTube-Video zusammengestellt haben mit Bildmaterial vom Springer Verlag und seinem Arbeitgeber vorgeworfen haben, dass er in seiner Berichterstattung lüge. Das hat der Springer Verlag zum Anlass genommen, das Ausbildungsverhältnis mit dem Kläger zu kündigen. Der Kläger im Rahmen seiner Kündigungsschutzklage beruft sich insbesondere auf das Maßregelungsverbot. Innerhalb der ersten 4 Monate eines Ausbildungsverhältnisses kann man dieses ohne Gründe kündigen. Jedoch gilt das Maßregelungsverbot. Das bedeutet, dass man nicht mit einer Kündigung auf ein rechtmäßiges Ausüben von Rechten reagieren darf. Und das ist die Argumentation des Klägers. Er meint, er habe einfach das Recht seiner Meinungsäußerungsfreiheit ausgeübt und daraufhin habe die Arbeitgeberin mit der Kündigung reagiert. Und deswegen sei diese unwirksam. Ich fand ja in der Verhandlung bemerkenswert, dass das Ausbildungsverhältnis bereits vor dem 7. Oktober, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, begann. Und dass der Kläger ja vor dem 7. Oktober bereits wusste, wie der Axel Springer Konzern sich positioniert pro Israel, wie Sie ja schon sagten, das ist ja auch allgemein bekannt. Kann denn jetzt so ein einschneidendes Erlebnis wie der 7. Oktober, dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel, kann das da etwas ändern in dem Recht auf Meinungsäußerung, so als einschneidendes Ereignis? Weil der Kläger beruft sich ja auf das Recht auf Meinungsäußerung. Ja, das ist genau die Frage, die die Kammer beurteilen muss. Wie weit geht hier das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit? Der Vorsitzende hat ja auch deutlich gemacht in der Verhandlung, dass es auch da bestimmte Grenzen gibt, die einzuhalten sind. Und wir werden sehen, wie die Entscheidung ausfällt. Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen? Die Kammer wird sicherlich heute noch am Schluss der Sitzung eine Entscheidung verkünden. Vielen Dank für die Auskünfte.